So, da sind wir wieder. Und jetzt werden wir erstmal hier wieder die guten, ja, die Quest machen. Was fehlt uns? Ach, die 30 Dinger. Okay. Gut, dann können wir es wohl nicht machen. Obwohl wir Vorräte mehr als genug hätten, müssen wir erstmal mit den Kisten klarkommen. Deswegen schlage ich mal vor, gehen wir jetzt hier nach oben. Und holen uns die Hauptquest. Weil das ist ja eigentlich das Ding, was wir machen müssen. Heuhaufen? Nein, das war der falsche Heuhaufen. Kleiner Vogel. Suchen wir mal zu fressen. Hier war, glaube ich, nichts. Rausrennen bringt auch nichts. Irgendwo finden wir schon was zu futtern. Da ist ja ein Töpfchen. Essen. Gut, essen wir das und wir holen uns den Rest dann, ja. Das Zeug ist unterwegs. Dann gehen wir jetzt mal die Söhne Ragnars machen. Die gelben kann man essen, okay. Segelt nach Südosten! Bringt die Männer zu den Toren von Tamevjord! Wir fluten die Felder! Und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Okay. Wir müssen reden. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja! Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberung. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Cheolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Ah, finde ich jetzt nicht so gut. Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten. Das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Ach, der Typ. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamevjord. Du wirst meinen Bruder aushalten müssen. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken.
Und halt die Augen offen. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Ach, der Typ ist so cool. Warum ist Cheolwulfs Sohn überhaupt in Cheopidum? Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Iva habt diesen Ski ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Bogret hat immer noch Soldaten in ganz Mercia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Eivor, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Englerland bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Farnberg in Nordwege. Nördlich der Dänenlande. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt. So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Die sind wie Lemminge. Ganz einfach. Ihr seid also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nun die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile. Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, Fulva. Englerland ist halb so groß wie Nordwege. Und doch haben wir 4 Könige in 4 Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur 6 Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Cheolbert. Und von nun an wird alles ganz schnell gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. Doch, das musst du jetzt. In Wahrheit, Cheolbert, lastet ein Großteil meines Zorns auf meinem Vater, nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt, ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fass Met verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung, es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen, die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Äteling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skop. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. Okay, ich dachte, das wäre ein Fluss, dann fehlt eine Brücke, aber okay. Also die Reise geht schon weit, ne? Aber es sind nur 300 Meter, dann sind wir endlich da. Und dann wird die Bude abgefackelt. Och nö. Da.
Ich darf mich hier nicht. Ja, du darfst dich hier blicken lassen. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Eva. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrids Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivas Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide! Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen! Und das wird sich auch nicht ändern! Okay, Die Ragnarssons sind noch deine geringste Sorge, Burgred. Der Rabenclan wartet an deiner südlichen Grenze. Und wer bist du, bitteschön? Eivor vom Rabenclan. Ich kam mit Jarl Sigurd. Wir sind mit diesen Männern verbündet und mit dir verfeindet. Dann habt ihr eine schlechte Wahl mit diesem Bündnis getroffen. Aber was erwartet man auch von niederen Dänen? Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Wenn du meine Krone willst, Ober Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Das ist jetzt nicht so cool. Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamevjord wird heute Abend uns gehören! Eivor, sag dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Na schön, dann machen wir's. Hier! Willst du statt Köpfen zur Abwechslung die Würde? Wer bist du? Ich gehöre zu den Ragnarssons. Wird Zeit, den Rambock einzusetzen. Burgred wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Oh ja. Es kann losgehen. Erobern wir uns ein Königreich. Der sieht nicht so bereit aus. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Cheolbert, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Wo er recht hat, hat er recht. Auf geht's.
Oh shit. Zerstört das Tor! Schlachtet die Soldaten ab! Aber der König gehört mir! Pfeile, Deckung! Vorwärts! Rennt vorwärts! Schwächling! Ha! Jetzt kommt! So, genau! Hier! Yeah! Viel zu leicht! Zahlen sich aus! Heile! Deckung! Rammt die Sau durch! Ihr werdet alle fallen! Da! Erledigt den Feigling! Heile! In Deckung! Die Tür brechen wir. Vorsicht! Schilde hoch! Du hast gar kein Schild. So durchbrochen! Rennt hinein! Rein da! Zurück und stell dich mir! Der Weg ist versperrt. Wir müssen ihn freiräumen. So, ich will erstmal hier. Zeigen wir es! So, genau! Hier! Yeah! Okay, das hier ist... Sonst schlachten die uns einen nach dem anderen ab! Sächsisches Blut rennt diese Lande! Und wir Nordwäger sind es, die siegen werden! Geht zu deinem Gott! Steht zusammen, lasst keine Räume zur Hölle! Ich meine, ich bin leid!
So, helfen. Heilen, heilen, heilen. Ich bin dran. Der nächste Schritt. So, wo müssen wir hin? Hier oben. Hier hoch, oder? Da müssen wir hin. Wollen wir wetten, wer gewinnt? Hör dich richtig. Und jetzt geht's nach oben. Und holen uns da diese ganzen Fuzzis, die hier die Bogenschützen spielen. Schwächling! Gleich fließt Blut! Oh ja, das fließt definitiv gleich. Weil damit hatten die nicht gerechnet, dass wir bis hierher kommen. Ciao, Nummer 1 ist tot. Gucci, Gucci, Gucci. Und Nummer 2 ist auch tot. So, damit hätten wir es. Die Festung gehört uns. Weste von Tamworth ist unsere. Es ist vorbei, Burgred. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Haben wir hier jetzt nur Sachen zu erkunden? Oh ja, wir sind noch Schätze drin, definitiv. Okay, komm. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Cheolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etterling fehlte bei alledem. Hilfe gesucht. Werter Lord, ich hoffe, dieser Brief... Cheolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Eivor. Groß und kühn. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich wohlauf. Ich danke dir zutiefst und verspreche, dass diese Männer nur gerufen werden, wenn es unumgänglich ist. Wir bekämpfen weiterhin die eingefallenen Dänen ohne Unterlass. Aethelswerth lässt Grüße ausrichten. Es geht ihr gut, nur hege ich, wie auch mein Kriegstan, den Verdacht, dass sie daran zweifelt, ob wir diesen Krieg gewinnen können. Doch das ist ohne Belangen. Ich bin der Herrführer und ich werde mein Land bis zum bitteren Ende verteidigen. In Gottes Furcht, der König von Mercia. Burgred hat Hilfe gesucht, mächtige Männer angeworben. Aber wer sind diese Krieger, von denen er spricht? Burgreds Tagebuch. Heute habe ich erfahren, dass der sich Halfdan nennt, Mercia verlassen hat und sich durch seine Brüder vertreten lässt.
Er scheint weitergezogen zu sein, als wäre meine Entthronung schon beschlossen, doch er täuscht sich sehr. Von mir aus sollen die Heiden Rheopedum behalten, sollen sie dort die alten Könige Mercias ausgraben und ihre Knochen im Land verteilen. Es kümmert mich nicht. Ich werde mich nicht von diesen jämmerlichen Versuchen, meinem Ruf zu Schaden beirren lassen. Sie glauben, sie könnten das Volk gegen mich aufbringen? Nein, die Mercer werden für ihren König kämpfen, ob sie wollen oder nicht. Der versteckt sich jetzt bestimmt hier irgendwo in so einer Kiste, oder? Proviant voll. Aha. Was? Königliches Abkommen an an den allmächtigen König. Wir haben eine Abmachung jedenfalls. Falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mercia wärmt, wenn diese Nachricht ankommt, was ich weiß, ist folgendes. Die Ragnarssons sind mit jemandem von deinen Leuten im Gespräch. Sein Name ist Keolwulf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn an deiner Stadt einzusetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecke angeht, sind diese vorerst sicher, doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schick mir diesmal einen hübscheren Gesandten. Ein Verzeichnis von Zahlungen, wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem, womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. So, sonst gibt's hier jetzt nicht direkt was. Da oben ist noch was. Dass wir den hier noch finden, das bezweifle ich stark. Ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Okay, hat jemand eine Ahnung, wo er hin ist? Du warst Burkhards Tarn. Hast du eine Ahnung, wohin er verschwunden sein könnte? Burkhard hat seine geheimen Schlupfwinkel. Aber mir hat er sie nie verraten. Er hat mich im Dunkeln gelassen. Aus gutem Grund. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf.
Okay, machen wir. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eva ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Eva fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Da hast du recht. So. Die... Also die Quest hier wäre abgeschlossen, aber. Wie das Ganze so will, haben wir hier noch was Kleines versteckt. Die Frage ist bloß, wo? Wäre das die hier unten, die Truhe? Oder oben? Ah, ne, hier in der Ecke. Oh Gott. Alles klar. Die hätten wir als nächstes. Hier sind noch, glaube ich, noch vier weitere. Da wäre eine. Trifft sich gut. Und natürlich geschlossen. Den Schlüssel finden, ne, oder? Wir müssen den Schlüssel für die Kirche finden. Sagen, gehen wir mal hier hin. Und synchronisieren. Okay, das Ding hier ist schon etwas größer. Wir haben hier, ja, das Ding müssen wir erstmal den Schlüssel finden. Das hier ist noch offen. Hier in dieser kleinen Hütte wird das sein. Oder dahinter. So. Dann wäre da noch was. Ist ein weißer Punkt, das müsste ja ein Artefakt sein. Oh nö. Wo muss ich da springen? Nicht dein Ernst, ne?
Ist das gelungen? Wo ist das Ding hin? Normalerweise reißt das weiter, aber ist es jetzt weitergereist oder nicht? Hier ist es nicht mehr. Scheiße. Oh, Menno. Das Ding. Das Ding ist jetzt echt knifflig. Was denn? Oh nö. Vergessen, Shift zu drücken. Das Ding. Das ist nicht hier, ne? Okay, jetzt könnte ich es hinkriegen. So, jetzt bitte schaffen. Gott sei Dank. Dieses Buch, diese Bücher, die bringen mich irgendwann um. Jetzt ist noch da eins.
Hier in der Bude, oder? So, das haben wir. Und jetzt ist noch ein einziges Ding hier und das liegt da. Ja, ich will die Dinger sofort abschließen, wenn wir hier sind. Dann ja, ist das alles gemacht. Hier drunter. Muss ja dann hier sein. Yep. So. Ich würde mal sagen, das war's dann erstmal für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann danke fürs dabei sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Abo dalassen. Dann bekommt ihr eine Mail, wenn ich das nächste Mal streame. Und ja, das war's dann. Bis dann. Tschüss.